Es wird Zeit für eine Absaugung. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, share ein Like, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Das wird heute ein etwas anderes Video, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid. Und zwar werden wir keine Nägel machen, sondern wir werden ein bisschen handwerklich loslegen heute. Und zwar diese Absaugung, die ich euch jetzt mal zeige, einbauen. Und da ist das gute Stück. Die werden wir jetzt erstmal auspacken, uns angucken, wie sie aussieht, was da alles drin ist. Und ja. Da das alles diesmal ein bisschen größer ist als sonst und meine Top-Kamera und meine Seitenkamera dafür nicht so wirklich ausreichen, habe ich mir da noch eine aufgebaut. Ich hoffe, ihr seht alles. Aber nichtsdestotrotz machen wir mal ein bisschen Platz hier. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Absaugung von der Firma Aircom One. Aircom One ist ein kleiner Ableger von ACQM, wie man hier schön lesen kann. Das ist eine Maschinenbaufirma. Und diese Firma durfte ich auf der Messe in München kennenlernen. Eine sehr kleine, noch kleine Firma. Ich hoffe, sie wachsen an dieser Absaugung wie Hulle, weil das ist echt ein sehr cooles Gerät und die machen wirklich gute Produkte. Ein kleines Familienunternehmen. Die Frau ist Nageldesignerin, hallo Claudia, ist sogar eine Abonnentin dieses Kanals. Da sind wir auch direkt aufeinander zum einen gekommen, möchte ich es mal so nennen, und haben direkt losgelegt mit Schnacken und philosophiert über Nägel und alles Mögliche. Also war wirklich ein schönes Zusammentreffen auf der Messe in München, wo ich mit The J-Bottle war. Und genau, ein kleines Familienunternehmen, die Frau ist Nageldesignerin. Und sie hatte ein Problem, und zwar war ihre Staubabsaugung kaputt. Und da ihr Mann im Maschinenbau tätig ist, er ist Geschäftsführer, oder einer der Geschäftsführer von dieser Firma, hat er sich das Ganze mal angeguckt und gesagt, das geht besser. Und was ist dabei rausgekommen? Dieses wunderschöne Gerät, was wir uns gleich angucken werden. Aber ich schwafe nicht mehr länger, los geht's. Ist auf jeden Fall ein Klopper. Viele Teile dabei. Und hier ist auch schon das Gerät. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich hole es mal direkt raus. Upsi. So, jetzt fehlt mir der Platz. So, ich habe auch schon meine Arbeitshose an, wie ihr sehen könnt. So, das ist das gute Stück. Nachdem der Mann dann das erste Modell gebaut hat für seine Frau, was wohl nicht so schön war, wie sie mir gesagt hat, hat sie gesagt, das muss größer werden, das muss schöner werden, das muss vor allem abgerundete Ecken haben, damit sich keiner dran stößt oder wehtut. Und es muss auch blinken. Ihr kriegt diese Absaugung auch noch mit Glitzersteinchen und ja. Ihr könnt es sogar mit einem Tisch zusammen ordern. Die haben sehr viele Modelle auf ihrer Internetseite an Tischen, weil jeder Kundenwunsch ist natürlich individuell. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Tische natürlich auch noch selbst designen. Wie bei mir jetzt hier zum Beispiel. Ich habe mir die Absaugung separat bestellt, denn ich möchte sie in meinen vorhandenen Tisch einbauen. Ich will nicht so einen sterilen, so. Wortfindungsstörung heute. So einen sterilen weißen Tisch haben. Ich möchte lieber eine schöne Holzplatte haben, auch wenn es hier kein Echtholz ist. Aber wenn ich mir irgendwann mal einen Echtholztisch anschaffen wollen würde, dann könnte ich die ganz einfach ausbauen und unter den neuen Tisch hängen und fertig. Genau. So, nochmal zu den harten Fakten zu diesem Gerät. Wir haben hier eine Saugleistung von 800
850 Kubikmeter pro Stunde, wenn kein Filter drin ist. Wenn alle Filter verbaut sind, haben wir hier immer noch 530 Kubikmeter in der Stunde. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Raum habt mit 25 Quadratmetern, schafft es diese Absaugung, die komplette Luft in diesem Raum 8-mal pro Stunde komplett zu filtern. Das ist schon krass. Ich habe hier, glaube ich, 16 Quadratmeter oder so, also bei mir werden es so 12-mal sein. Das heißt, wenn ihr mal eine Kundin habt, die öfter mal pupst oder so, schaltet das Ding einfach ein und kein Problem. Denn sie nimmt auch Gerüche auf. Hier sind 3 Filter verbaut, das werden wir gleich noch sehen. 2 Kohlefilter oder ein Filter mit Kohlebeschichtung und noch ein Aktivkohlefilter nochmal zusätzlich, um Gerüche rauszufiltern. Genau. Aber wir packen erstmal die anderen Paketchen aus. So, machen wir das hier mal auf. Wir haben hier noch Halterung fürs Kabel, damit es nicht unter dem Tisch hin und her flattert. Anbohrschrauben und noch einen sehr netten Kugelschreiber. Den kann ich immer gut gebrauchen. Ich lasse mal alles hier drin. Dann haben wir hier eines der herausstechendsten Merkmale, und zwar ist es dieser Alu-Ring. Denn der kann so verbaut werden. Wichtig zu erwähnen ist, den kriegt ihr nur auf Sonderwunsch. Ich wollte den unbedingt haben, weil ich habe es immer gehasst bei irgendwelchen Tischherstellern, Nageltischherstellern oder Absaugungsherstellern, dass diese Platte, dieses Netz, einfach nur auf den Tisch gelegt wird und wirklich hier so eine doofe Stoßkante immer ist, wo man hängen bleibt, wo Dreck hängen bleibt, etc. etc. Und diese Firma hat es endlich mal hingekriegt, einen Alu-Ring zu machen, wo dann im Endeffekt diese Platte bündig mit dem Tisch abschließt. Ja, das heißt, ihr könnt wunderbar einfach den Staub in die Absaugung reinfegen, kehren und ihr habt keine doofe Kante mehr, wo man hängen bleibt und so. Also das ist wirklich eines der Hauptgründe mit der Leistung zusammen, dass ich von dieser Absaugung so begeistert bin. Es gibt auch einen Rabattcode für euch von mir, von Aircom One, mit dem ihr 3% sparen könnt, wenn ihr euch diese Absaugung, wenn ihr jetzt schon begeistert seid von dieser Absaugung, genauso wie ich, sparen könnt. 3% mit diesem Rabattcode könnt ihr sparen. Und genau, also wenn ihr mal Bock habt, euch eine richtig gute Absaugung zu kaufen, es lohnt sich auf jeden Fall, hier 3% sparen. Es gibt es nicht oft bei mir auf dem Kanal, weil viele Firmen entweder zu geizig sind oder es gar nicht erst anbieten oder einfach doofe Produkte haben, aber ja, das ist jetzt hier mal quasi sehr selten, aber es kommt auch mal vor. So. Genau, hier ist der erste Filter, das ist ein Vorfilter, das hat auch nicht jede Firma. Hier sammeln sich schon mal die groben Partikel, das heißt, wenn ihr Nägel abknipst, wenn ihr irgendwelche groben Sachen habt wie Acryl, abfräst, da gibt es ja immer diese sehr festen und großen Späne, die da abkommen. Das fängt dieser Filter auf, das heißt, der Kohlefilter wird nicht so stark belastet oder der erste Filter wird nicht so stark belastet. Genau. Und das Ding kommt hier rein, ist auch magnetisch festgehalten, das heißt, da rutscht auch nichts hin und her. Und dann gucken wir auch noch mal hier rein. Und hier ist dann auch noch mal die Bedienungsanleitung drin. Noch ein paar Zettelchen zum Durchlesen und noch mal komplett mit Anleitung und alles, was man so braucht. So. Rollen wir mal kurz ein bisschen hier auf und dann quatschen wir noch mal kurz über die Filter. Ich drehe es mal ein bisschen zu euch, damit ihr auch was seht. Kabel ist natürlich auch dabei, ganz wichtig. Was haben wir jetzt hier? Wir haben 3 Filter insgesamt. Das ist dieser hier einmal, der Vorfilter. Dann haben wir einen zweiten Filter. Das ist ein, ich hole mal raus. Das ist ein Laborfilter, der
mit Aktivkohle beschichtet ist. Das heißt, der nimmt schon mal das Feine auf. Und dieses wunderschöne Gerät nimmt dann die Gerüche auf. Genau. Ganz einfach, zur Reinigung sollte je nach Benutzung einmal die Woche gereinigt werden. Nicht mit Wasser, ausklopfen und schon seid ihr wieder ready to go. Ausklopfen oder aussaugen mit einem Staubsauger. Und ihr seid wieder ready to go. Kommt natürlich darauf an, wie viele Kunden ihr immer durchschleift durch euer Studio oder wie auch immer. Ein Ausschalter, stufenlos regelbar das Ganze. Wie gesagt, diese Absaugung kriegt ihr einzeln oder mit Tischen. Es gibt sogar eine mobile Version davon. Guckt einfach mal auf der Internetseite vorbei. Da ist nochmal alles, könnt ihr euch nochmal alles genauestens angucken. Diesen Ring ist wie gesagt eine Sonderbestellung. Wenn ihr mal nett anfragt, kriegt ihr den vielleicht auch zugeschickt, wenn ihr das Ganze in euren vorhandenen Tisch einbauen wollt. Tischdicke ist wichtig, sollte mindestens 3 cm sein, damit dieser Ring hier auch vernünftig eingebaut werden kann. Und das ist auch nicht so einfach, den einzubauen. Deshalb würde ich euch empfehlen, direkt den Tisch zu kaufen. Aber ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Denn hier ist so eine kleine Nut drin, die muss in den Tisch reingefräst werden. Aber das machen wir gleich alles zusammen. So, wir gucken einmal, wie das Modell, die Kundin bzw. meine Frau sitzen würde. Und das wäre hier so ungefähr. Das heißt, hier müsste auch das Loch ungefähr hin, weil hier liegt die Hand drin, genau drüber. Vielleicht mal so, wahrscheinlich eher so. Aber sie chillt hier immer hart und spielt am Handy rum. Also so sitzt meine Frau hier ungefähr. Heißt, hier müsste das Loch rein. Vielleicht mit einer Tendenz weiter nach da. Das heißt, hier so. Und da ist auch die Mitte des Tisches, habe ich gerade schon mal ausgemessen. Der Tisch ist 1,40 breit. Das heißt, die Mitte von 1,40 ist 70 cm und das ist genau hier. Da soll dann jetzt das Loch rein. Ja, das müsste gut passen. Und das machen wir doch auch directly. Ich hole meine Bohrkrone. Diese Bohrkrone sollte, wenn ihr euch die besorgt, 16,5 cm sein. Könnt ihr euch ausleihen im Baumarkt, bei Böhls, wie auch immer. Und auf jeden Fall auch dick genug, um den Tisch durchzukriegen. Und ihr braucht natürlich auch eine Bohrmaschine, um auch das Loch in den Tisch zu kriegen. Kommt natürlich immer darauf an, was für Material ihr hier habt. Es würde sich diese IKEA-Tische, diese Hohlbau-Tische, die IKEA immer so gerne verkauft, die sind nicht so gut dafür. Also es sollte mindestens Presspappe sein oder Hartholz, irgendwie Verbundholz, irgendwie sowas. Also diese Hohlbautische sind nicht dafür geeignet. Ne? Nochmal am Rande. Und dann bohren wir jetzt einfach mal hier ein schönes Loch rein. Wenn ihr merkt, ihr kommt nicht ganz durch, könnt ihr die Bohrkrone natürlich auch umdrehen und nochmal von unten gegenbohren. Ihr seid ja schon mal hier mit der Bohrspitze. Sieht man jetzt hier eine Kamera? Mit der Bohrspitze sollte man eigentlich einmal durch den Tisch durch sein. Dann braucht ihr einfach nur nochmal unten ansetzen und nochmal gegenbohren. So. Und da ist auch schon das gute Stück. 17,5 cm pures Holz bzw. Presspappe. Das könnt ihr dann als Untersetzer verwenden oder wie auch immer. Hätte ich gerade schon machen sollen. Ich klebe mir hier das Ganze noch mal ein bisschen mit Tesafilm ab, damit das nicht so rausbricht. Weil wenn und einen Splitter einziehen sollte man sich auch nicht. Denn wenn man hier so an solchen Tischen fräst, die so eine Beschichtung haben, kann es leicht mal sein, dass hier so kleine Nupsis rausbrechen. Und das verhindern wir dann dadurch quasi. Und jetzt kommt unsere Schablone zum Einsatz. Um diesen Ring einzufassen, müssen wir eine Nut einfräsen. Denn, wie ihr hier seht, ist hier ein leichter Versatz drin.
damit das Ganze wirklich im Tisch ist. Und diesen Versatz müssen wir jetzt quasi reinfräsen mit einer Fräse. Und dafür ist diese Schablone da, denn das muss wirklich exakt sein. So, und jetzt kommt unsere Oberfräse zum Einsatz. So ein Gerät sieht so aus. Ja, könnt ihr euch auch ausleihen im Baumarkt. Oder vielleicht hat euer Mann sowas auch zu Hause. Und dann wird einmal ringsherum ausgefräst. Und ich hoffe, es passt dann. So, und schon ist das gute Stück drin. Jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel und ach, ein Traum. Ein Träumchen, sage ich euch. Schön plan. Ah. Ich hätte es nicht ausgehalten, wenn ich einen Tisch gehabt hätte, wenn da so ein Millimeter Abstand ist. Das hätte mich so angekotzt auf der Zeit. Aber das haben wir jetzt nicht. So, alles abschrauben und dann kommt die Staubabsaugung endlich unter den Tisch und wir werden sie mal anschalten. Und das ging wirklich einfach. Die Absaugung mittig unter dem Loch platziert und dann einfach nur noch die 10 Schrauben reingeschraubt, ganz schnell mit dem Akkuschrauber und schon war das Ding dran. So, habe ich schon mal ein bisschen aufgeräumt hier. Einmal durchgesaugt und mich umgezogen. Ein Traum. War ein bisschen Arbeit, aber es hat sich definitiv gelohnt, denn diese traumhafte Absaugung ist jetzt meins. Ich zeige euch gleich mal an ein Stück alten Rigips, wie diese Absaugung funktioniert. Denn das wird euch mit Sicherheit auch interessieren, wie Sargstaub dieses Ganze ist. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Und dann bin ich das alte Zeug auch los. Schnappen wir uns mal einen alten Bit. Bitte ein Bit. Oh nein. Ich nehme mal einen recht feinen, damit der Staub auch schön fein ist. Und dann gucken wir mal, wie gut die absaugt. Ich habe das Ganze ja schon auf der Messe einmal getestet, aber jetzt möchte ich es natürlich auch im eingebauten Zustand mal sehen bei mir. So, von der Beinfreiheit her geht es auch mit meinen starken, strammen Beinchen. Ansonsten müsste der Tisch noch einen Tacken höher. Dann gucken wir mal. Also das ist ohne. Ihr seht, der Staub verteilt sich schön in der Luft. Ja. Und jetzt machen wir mal an. Ich mache mal auf volle Pulle. Sagen, läuft. Jetzt drehe ich das Ganze mal auf 50%.
drehe ich das Ganze mal auf so 25%. Ja, ich würde sagen, mein Studio bleibt ab jetzt immer staubfrei. Ist das nicht geil? Also echt krasses Ding. Also der hat wirklich Bums und man sieht ja auch direkt hier in diesem kleinen, ich hole das Sieb mal raus, das Vorsieb. Und man sieht ja auch direkt, das hat so diese groben Dinger aufgefangen. Das heißt, das landet schon mal nicht in eurer Absaugung. Das heißt, ihr braucht ja auch nicht rausfummeln. Und genau, das hier ist auch magnetisch miteinander verheiratet quasi. So, tun wir mal zur Seite. Und dann bauen wir mal den Filter aus. Schrauben lösen. Filter rausziehen. Und dann könnt ihr den am besten, nehmt euch einen Müllsack, drüber stülpen, ausklopfen, fertig. Ich habe jetzt keinen Müllsack hier. Schlecht vorbereitet, aber hier ist jetzt auch nicht so viel drin, dass es sich lohnt, das einmal zu reinigen. Überlegt mal, das habt ihr nicht mehr auf euren Regalen liegen. Das ist schon geil, also nicht schlecht. Also, wenn ihr ein deutsches Produkt haben wollt, was nicht nur Staub, sondern auch Gerüche noch aufnimmt, zusätzlich noch diesen Vorfilter drin hat und auch noch ordentlich Bums dahinter ist, dann kann ich euch dieses Gerät wirklich wärmstens ans Herz legen. Und es ist sogar ein Familienunternehmen. Grüße gehen nochmal raus. Also ein sehr tolles Produkt, was ihr hier gezaubert habt. Ich freue mich sehr, dieses Gerät meins nennen zu dürfen und jetzt ja jedes Mal, wenn ich Franzi die Nägel mache, im Einsatz habe. Zudem haben wir keinen Staub mehr hier in der Bude. Ich habe gerade nochmal durchgewischt, feucht und ja, super. Stufenlos regelbar, Filter ein austauschbar, ich glaube einmal im Jahr solltet ihr die einmal auswechseln, kommt natürlich auf die Benutzung an, wie oft ihr die benutzt, einmal die Woche reinigen, das heißt ausklopfen einmal im Müllsack, den Vorfilter, den könnt ihr ganz easy einmal im Mülleimer ausklopfen, wie gesagt, da sind nur die groben Sachen drin, ein Tipp, wenn ihr den abknipst oder einen Nagel kürzt, irgendwie Acrylspäne werden sich da drin sammeln. Das könnt ihr einfach im Mülleimer einfach entsorgen. Oder, ich habe heute Wortfindungsstörung. Einfach im Mülleimer entsorgen und schon seid ihr ready to go für den nächsten Einsatz. Also wenn ihr dieses Gerät haben wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall noch den Gutscheincode benutzen. Damit könnt ihr 3% sparen. Und ja, ich schwafel nicht mehr länger. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schön teilen, liken nicht vergessen. Und dann, bis dann, euer Chris.